Golf 8 GTI, neues Projektfahrzeug. Kappspoilerlippe haben wir ja das letzte Mal schon dran gemacht. Hier ist nochmal das gute Stück. Schaut natürlich echt klasse aus. Die Wiederholung hier, der Wabengitter, den Ausschnitt in der Mitte und das glänzend schwarze Material. Jetzt haben wir uns gedacht, jetzt die Linie mal fortführen. Wir kommen Richtung Schweller. Und da haben wir mal ein ganz anderes Produkt von uns ausprobiert. Und zwar sogenannte gefräste Seitenschweller. Die sind aus 10 mm Plattenmaterial, werden CNC gefräst und sind im Endeffekt hauptsächlich zum unten dranblenden. Bietet sich gerade beim Golf 8 GTI bzw. Airline ganz gut an, denn der Schweller selber ist hier mattiert. Wenn er dann nochmal so ein gegenläufiges Stück unten bekommt, das macht sich, glaube ich, ganz nett. Denn die Aussparung hier im vorderen Bereich ist vorne ein bisschen weniger stark wie hinten, logischerweise. Ausladen, da werden wir am Heck. Ja, so soll das gute Stück dran passen. In der Grundausstattung sind hier Löcher gebohrt, die dann per Niete in den Originalschweller gehen, weil sich es hierbei um ein Leasingfahrzeug handelt und wir es nach einem Jahr wieder zurückgeben. Wenn das Ganze wieder unversehrt zurückgeben möchten, machen wir die Montage mit dem 3M-Klebeband. Das müsst ihr dann bei der Bestellung angeben und dann funktioniert das natürlich auch so. Hier unten sind zwei ganz, ganz kleine Knubbel und die würden echt stören. Man sieht es hier vielleicht und da einfach eine Flex oder auch mit dem Cuttermesser einfach cutten. Und das hat den Vorteil, dass jetzt der Schweller natürlich plan anliegt. Das ist wichtig, um eine ordentliche Klebefläche zu regenerieren. Als allererstes machen wir mal sauber. Vorher halt mal ordentlich sauber machen, das Auto. Und dann mit dem Reinigungstuch an den Anlagestellen noch mal kurz drüber. Und dann kommt der Primer noch. Genau, Primer auftragen. Gerade bei den Schwellern ist das recht wichtig, weil sie recht stark dem Schmutz ausgesetzt werden. Und die 10 mm Schweller hier natürlich auch ein bisschen Gewicht haben. Da müssen wir ordentliche Klebkraft regenerieren. Man muss ja schon ein bisschen überlegen, wie weit will ich raus mit dem Schweller. Und da haben wir uns dann hier Markierungen gemacht, dass wir hier an dem Originalschweller in der Tiefe abschließen in etwa. Und das dann beidseitig. Und das Ganze beidseitig und dann hat man das symmetrisch. Gut, dann machen wir das Trägerband lose. Genau, einer muss hier hinten auf jeden Fall halten, dass in der Spur bleibt das Ding. So einfach ist es leider mit dem Verkleben dann doch nicht, zumindest nicht mit dem vollständigen Verkleben, denn leider ist jetzt gerade im hinteren Bereich nicht ganz so viel Klebeanlagefläche und gerade in den Bereichen hinten wie vorne ist es besonders wichtig, weil wenn einmal der Schweller anfängt, die Klebekraft zu verlieren, dann setzt sich das nach hinten fort. Da kommt er leider nicht drum rum, zwei Nieten einzusetzen. Das wäre dann in dem Fall hier die letzte und vorne hier auch die letzte. Dafür brauchen wir einen Akkuschrauber 5,5. So, und dann machen wir hier das eine Loch rein, setzen dann gleich die Niete rein und das gleiche dann natürlich auch hinten. Coole Sache, passt ganz gut zu dem Originalschweller und verbreitet ihn optisch ein bisschen einfache Montage. Im Übrigen schaut mal in den Shop rein, die Seitenschweller gibt es glaube ich für andere Fahrzeugmodelle auch, Golf 7, also verschiedene VAG-Modelle. Und auch für, glaube BMW und so weiter. Sicherlich ein interessantes Produkt, gerade wenn man die gesteckten Heckansätze oder die gesteckten Kappspoilerlippen montiert. Da passt es dann auch von der Oberfläche ganz gut. Dann würde ich sagen, dranbleiben, denn es geht dann noch weiter mit, was haben wir noch, Heckansatz. Heckflügel. Heckflügel. Scheinwerferblenden. Scheinwerferblenden. Und dann tauschen wir auch nochmal die Schweller aus, weil es gibt ja natürlich auch noch eine tiefgezogene Variante. Also dranbleiben, liken. Wohlwollende Kommentare und bis demnächst. Bis dann.